Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Sie klingen neidisch. Was ist los, Lawson? Sind Sie besorgt, dass Sie nicht mehr seine Nummer 1 sein könnten? Ich habe meinen Wert für den Unbekannten bereits bewiesen. Warten wir ab, ob Sie dazu auch in der Lage sein werden. Wir müssen keine Feinde sein. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Okay. Muss ich jetzt alleine, oder was? Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Okay, das bedeutet wohl, Sie kommen mit. Jacob. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich gebe mir mein Urteil auf. Cerberus hat mir meinen Körper zurückgegeben. Dafür haben Sie zumindest eine Chance verdient. Eine Chance. Aber Sie sind immer noch nicht überzeugt. Vertrauen Sie mir, Commander? Ja. Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Okay. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Okay. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Plus 8 Abtrünnig. Plus 6 Vorbild? Nein. Ist das jetzt? Okay. Was ist das? Ne, ohne Scheiß, was ist das? Ach so, ein Bericht. Reddit. Ah, die Statistiken für das Level? Für den Bereich? Für, ach so, wenn wir eine Mission erfüllt haben, kommt immer so ein Bericht. Okay. Wir haben den M100 Grad Nahtwerfer gefunden. Lest doch selbst durch, wenn ihr wollt. Ich lese nicht durch. Missionszusammenfassung. Ja, legt euch das auch durch, wenn ihr wollt. Ja, Bericht schließen. Ja. Hm, klar. Das ist ein logischer Menüpunkt. Klar. Hier gibt sehr viel Sinn. Ist die Gesundheitsleistungsfand ist rot? Weiß nicht, ist er so lange immun gegen viele ihrer Spezialangriffe, bis sie seine Verteilung durchbrochen haben. Okay. Merken wir uns. Gesundheitsanzeige des Feindes muss rot sein. Ich werde die Ladezone übrigens rausschneiden, nur wenn wir sie platzieren. Wir müssen in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Yay! Yeah. Shepards Autorität. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Erfolgschance. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Tun Sie, was nötig ist. Wir werden herausfinden, wer das getan hat und ihn dann zur Strecke bringen. Nichts wird uns davon abhalten. Ist das klar? Absolut, Commander. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Ja, yeah, ich liebe dich auch, Jacob. Im übertragenen Sinne. Nicht wirklich. Schneewelt? Ich mag Schneewelt. Ja. Wir sind die Schwarz. Moment mal. Das erinnert. Das hat mich gerade an jemanden erinnert. An wen hat mich das erinnert? An, das Schwarze hat mich gerade an jemanden erinnert. An Midnight, genau, an Midnight hat mich das, glaube ich, erinnert. Aus Kirby, okay. Gehen wir hier lang. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Ich glaube, das weniger. Oh gut. Habe ich schon erwähnt, dass die Genanimation absolut genial ist? So wie irgendwie alle Animationen in diesem Spiel. Ein episches Spiel. Wenn Just Cause 2 rauskommt... Just Cause 2? Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes.
Ich meinte eigentlich Splinter Cell Conviction. Aber das kostet 2 LP vielleicht auch, wenn es rauskommt. Das heißt vielleicht, ich werde es LP'en, wenn es rauskommt und ich es LP'en kann. Also mit Fraps aufnehmen und so. Genauso wie Splinter Cell Conviction. Eine ganz große Tür. Warum hast du jetzt deine Waffe? Deswegen hast du deine Waffe. Feinde! Vielleicht doch nicht so gut, dass wir die ersten sind. Erschießen Sie sie, bevor sie ihre Schilde ausschalten. Yeah! Das hat wehgetan! Okay. Was ist das denn? Der Tunnel? Los geht's! Diese Mechs dürften nicht aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Wer war das? Wilson? Den haben wir ja schon getötet. Er kann trotzdem der Verantwortliche sein. Er hat es davor gemacht schon. Ja. Geht's hier noch? Nee, das ist rot, also geht's hier nicht. Was hat's denn? 1000 Bälle. Und Feinde, ist nicht gut. Die Truppen haben angegriffen. Okay. Öffnen. Keine Bewegung! Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Verdammt. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Tali ist aus Mass Effect 1, war in unserer Gruppe. Ich bin's. Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Prasa! Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Warum kam Vitor hierher? Ist das nicht seltsam? Ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Ach so. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Warum will der euch töten? Wir übernehmen jetzt. Sie sollten zu Ihrem Schiff zurückgehen, Tali. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn wir Vitor gefunden haben. Vergessen Sie's. Ich lasse nicht zu, dass Cerberus einfach alles an sich reißt. Ich auch nicht, Prasa. Ich will nicht gegen Sie kämpfen, Shepard, aber ich kann die Sache nicht einfach Cerberus übergeben. Außerdem müssen wir zusammenarbeiten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Warum hassen Sie Cerberus? Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Vergessen Sie es. Sie wollen, dass wir die Drecksarbeit machen, während Sie hinschleichen und sich Vitor schnappen? Wohl kaum. Wir sind für einen Frontalangriff besser ausgerüstet als Sie, Commander. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, kommen wir nicht an den Mechs vorbei. Wir ziehen uns zurück. Wenn Sie antworten wollen, gehen Sie zu dem Lagerhaus. Die Quarianer sind ein unerwarteter Parameter. Sie können uns helfen, aber ich hätte Sie gern dabei im Auge behalten. Ich auch. Ich wette, Sie sagen gerade... Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Die konnte ich nicht erledigen. Wann safe? Ah, schon wieder ein Minigame. Zuvor will ich allerdings noch kurz in die Gruppe.
Nein, kein Gruppen verteilen, keine Sorge. Ich wollte nur gucken, wie viel Abtrieb. Was? Ach du Scheiße. Oh Mann, das dauert lange. Wir haben erst ein Viehzeltchen. Oh, Kacke. Verbessert mir noch was. Nee. Nehme ich einfach mal das hier. Jacob. Nee, du nimmst jetzt nicht auch Cerberus Event. Nimm hier mal einfach einen, so. Okay. Quick Save und Cut.